herzlich willkommen, Herr Feiler. Schön, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben. Hallo. Alle sprechen über Digitalisierung. Wo verorten Sie sich als Bewertungsdienstleister in der Diskussion über dieses Buzzword? Also aus meiner Sicht ist der Haupttreiber der Digitalisierung der Wandel der Kundenbedürfnisse. Und entsprechend ist es so, dass um als Unternehmen die Digitalisierung überhaupt zielgerichtet vorantreiben zu können, ich den Kunden kennen muss. Und deswegen sehen wir uns schon als zentralen Prozessschritt der Digitalisierung. Jetzt haben Sie sich verortet. Die Frage ist natürlich auch, wo sollten denn Versicherer und wo sollten auch Vermittler stehen? Also Versicherer und Vermittler sollten das Thema auf jeden Fall sehr ernst nehmen und nicht zuschauen, dass die Konkurrenz an ihnen vorbeizieht. Es gibt da viele Fälle, beispielsweise die Allianz, die ERGO oder auch den HDI, die zeigen, dass Versicherer und Vermittler dieses Thema gemeinsam angehen können, an einem Strang ziehen können. Das führt dann dazu, dass der Vertrieb gestärkt wird, der Berater wird gestärkt und dabei unterstützt, beispielsweise mehr Leads zu generieren oder Empfehlungen zu bekommen, oder am Ende auch einfach den Kunden besser an das eigene Unternehmen binden zu können. Jetzt haben wir schon zweimal gesagt, Bewertung ist Ihr großes Thema. Mhm. Was macht für Sie dieses Mittel denn zum Marketinginstrument? Weil es einfach Wirkung zeigt, direkt, sowohl im Informationsprozess als auch im Abschlussprozess. Bewertungen schaffen Vertrauen. Vertrauen wiederum sorgt dafür, dass mehr Leads generiert werden können oder Empfehlungen, sorgt aber auch ganz banal dafür, dass wir beobachten können, dass bis zu 10-20% mehr Umsatz generiert werden können. Also können wir festhalten, Bewertungen sind wichtig. Jetzt gibt es natürlich viele Portale, die das Ganze anbieten, zum Beispiel WhoFinance, Proven Expert, um nur mal zwei zu nennen. Es gibt aber auch Facebook, wo ja inzwischen auch es möglich ist, Bewertungen zu hinterlassen. Wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist es natürlich jetzt mit drei großen Marktführern nur die obere Grenze. Man kann noch zahlreiche andere Portale mit Spezialisierungen benennen. Wie findet jetzt der Vermittler aus diesem ganzen Wust an Möglichkeiten genau das Passende für sein Unternehmen? Also ich denke, er sollte zuerst mal darauf achten, dass der Dienstleister auch wirklich sicherstellen kann, dass die Bewertungen von tatsächlichen Kunden kommen und nicht beispielsweise von einem Konkurrenten. Ja, das ist mal das Erste. Das Zweite ist zum Thema Vermarktung, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass der Dienstleister, mit dem er zusammenarbeitet, einen sehr hohen Bekanntheitsgrad besitzt und über diesen Bekanntheitsgrad das eigene Unternehmen oder den Vermittler nochmal pushen kann. Ja? Jetzt haben Sie schon, glaube ich, ganz viel gesagt. Sie haben vorhin aber einen Satz gesagt, den ich mich hier an der Stelle nochmal wieder als Faden aufnehmen möchte. Sie haben gesagt, man muss aufpassen, dass die Konkurrenz nicht an einem vorbeizieht. Ja. Was kann man denn jetzt als Vermittler konkret tun, um das zu vermeiden? Was wären da so die ersten 1, 2, 3 Schritte, um zu sagen, ich packe das Thema Bewertung jetzt an? Also ein Vermittler sollte das Thema auf jeden Fall mal ganz unmittelbar auf die Agenda nehmen. Ja? Wir stellen ja fest, dass der Großteil der modernen Kunden sich ganz einfach online vor dem Abschluss informiert. Ja? Kunden wollen dort Bewertungen von anderen Kunden, die vor ihnen ein Produkt gekauft haben oder eine Beratung genossen haben, sehen. Wir kennen das aus dem eigenen Umfeld, wenn wir eine Reise buchen oder auch nur eine Kaffeemaschine kaufen. 8 von 10 Menschen kaufen, weil sie zuvor eine positive Bewertung gesehen haben. Deswegen Vermittler sollen dieses Thema in Angriff nehmen, sollen sich unmittelbar idealerweise informieren, schlau machen, welche Anbieter es am Markt gibt. Sie haben ja 2 Konkurrenten von uns schon genannt. Ecomi gibt es natürlich auch noch. wir arbeiten ja hier mit vielen zusammen, ob das eine Allianz ist, eine AXA, eine ERGO, ein HDI. Und einfach dieses Thema jetzt unmittelbar aufnehmen. Unmittelbar aufnehmen, werden hoffentlich auch Sie hier beim AMC Frühjahrsmeeting einiges. Wir bedanken uns, dass Sie sich trotz laufender Workshops schnell die Zeit genommen haben, hier zu Gast zu sein. Vielen Dank, Herr Feiler. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.